Die Mietpreise in Niederösterreich machen unbeschwertes Wohnen nicht einfach. Rasche Entlastung in wenigen Schritten für Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher fordert nun SPÖ-Niederösterreich-Landesparteiobmann Franz Schnabel in einer Pressekonferenz. Die SPÖ will an Stellschrauben für leistbares Wohnen drehen. Die hohen Wohnkosten seien ein immer drängenderes Problem, befindet die SPÖ Niederösterreich. Seit 1998 hätten sich die Mieten um bis zu 80% erhöht. Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabel weist auf die große Belastung der Niederösterreicher durch die Steigerung der Mietpreise hin, die oft bis zu 40% des Einkommens auffressen, und drängt auf eine rasche Entlastung. Ein Hauptgrund für die steigenden Mietpreise sind natürlich die Grund- und Bodenpreise, die Grundstückspreise, aber auch viele andere Dinge. Daher sind Maßnahmen dringend notwendig. Schnabel möchte auch in Niederösterreich dazu beitragen, dass derart reformiert wird, dass daraus eine massive Senkung der Mietpreise resultiert. Baurecht, Wohnbauförderung und Raumordnung sollen gesamtheitlich betrachtet werden und künftig in sinnvoller Weise zusammenwirken. Welche Maßnahmen sollen hierzu ergriffen werden? Nun, auf der einen Seite den geförderten Wohnbau entsprechend zielgerichtet besser zu fördern oder höher zu fördern. Zum Zweiten in der Bauordnung entsprechende Verbilligungen oder kostengünstigere Gestellungen herzustellen. Und zum Dritten in der Raumordnung für leistbaren Wohnraum zu sorgen, indem man mindestens 25% Kategorie geförderter Wohnbau schafft. International werde Wien dafür beklatscht, die Mietpreise auf sozialverträglichem Niveau halten zu können. In Niederösterreich gibt es ein sehr differenziertes Feld rund um Wien. Die großen Gemeinden, die haben natürlich Probleme, die Ansprüche entsprechend zu befriedigen. Das heißt, es gibt Gemeinden mit sehr starkem Zuzug und sehr starkem Wachstum, Gerersdorf beispielsweise oder Schwechat beispielsweise. Und hier ist die Problematik natürlich, dass entsprechend Grund und Boden zur Verfügung steht, damit man Projekte realisieren kann. In Niederösterreich sei die Mehrheitspartei gefordert, etwas über den Tellerrand zu blicken und dem Wiener Beispiel zu folgen und endlich dem Antrag der SPÖ Niederösterreich für eine Widmungskategorie sozialer Wohnbau zu unterstützen, so Schnabel. Die Bauordnung für 2019, wir sind im März mit der Arbeitsgruppe fertig. Die übrigen beiden Kapitel, die in andere Zuständigkeiten fallen, die wollen wir schon ab Dezember diskutieren, und ich hoffe, dass wir im Laufe des Jahres 2019 basierend auf den Erfahrungen in Wien und in anderen Bundesländern auch hier zu gesetzlichen Maßnahmen kommen.